Es geht um mein Enkelkind Juliane Connemann, der am 22.07.2016 im Olympia-Einkaufszentrum bei einem Terroranschlag ermordet wurde. Ich besuche seit dem 22.07.2016 nahezu täglich das Grab meines Enkels. Die finanzielle Entschädigung vom Familienzentrum nutze ich dazu, das Grab liebevoll zu richten, um meinem Kind einen würdigen Ort zu schaffen. Es ist ein Stück aus meinem Herzen herausgerissen worden. An diesem Gefühl hat sich bis heute nichts geändert. Oft gehe ich in sein Zimmer, sehe in seinem fröhlichen und leichten Art und dann befällt mich wieder diese tiefe Trauer. Dieser tiefe Schmerz, der mir den Atem nimmt und den ganzen Körper verkrampfen lässt. Denn der Verlust zeigt sich im alltäglichen Lebenssituationen. Es gelingt mir nicht mehr, mit der U-Bahn oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ich halte keine lauten Geräusche mehr aus. Sie machen mir Angst. Am öffentlichen Leben teilnehmen fällt mir schwer. Ich habe mit meinem Kind getauscht. Ich habe mein Leben gelebt. Er hat seins noch vor sich. Warum dieser vollkommen sinnlose Mord? Ich finde keine Erklärung mehr. Mehrere Jahre hat es gedauert, dass nun auch die Justiz die Ermordung von 9 Menschen als einen Terrorakt eingestuft hat. Wir, die Angehörigen unserer Kinder, haben darum gekämpft. Ebenso die Stadt und viele Mitstreiter. Die Wahrheit ist ein kleines Stück Gerechtigkeit, ein Aufruf an alle Menschen, die Gewaltformen rechtzeitig zu erkennen und die Entschlossenen entgegenzutreten. Die Wahrheit ist aber auch ein Trost bei uns, denn sie klärt die Menschen auf und gibt unseren ermordeten Menschen ihre Würde zurück. Niemand kann aus dem Verlust der geliebten Menschen ersetzen. Er tröstet uns ein wenig. Das uns Menschen unterstützen die Initiative. Wir alle sind Mosaiksetzen mit vielen Akteuren neben vielen anderen Themen, mit dem rassistischen Attentat konstruktiv auseinander. Die Stadt setzt sich sehr dafür ein, auf unsere Wünsche einzugehen. Ich denke an die Veränderungen der Inschrift. Des Mahnmals vom Amoklauf zu rassistischen Attentat oder die Ausbildung von meinem Enkelkind in der Stadt ab September diesen Jahres oder die städtische Anstellung von Hüssin, der mutigen Unbekannten, der versucht hat, unseren Sohn zu retten und seitdem Teil unserer Familie geworden ist. Auch auf die Vermittlung von Wohnungen meiner anderen Enkelkinder in Familienverbandsnähe. Alle die Gesten waren ein Trost, ein Geschenk im Zustand großer Verzweiflung. Ich möchte auch für die Roma-Familie sprechen, die es bis heute nicht geschafft hat, diesen Tatort zu besuchen, die wieder zu finden. Als sie dort war, wurde sie herzlich von einer jüdischen Familie aufgenommen. Später erfuhr sie, dass der Rabbiner, wie ihr Sohn Roberto hieß, durch diese Begegnung konnte sie zeitweise Lebensmut finden. Ich spreche sicher nicht für mich allein, wenn ich sage, dass alle betroffenen Angehörigen diesen Verlust zeitlebens nicht verkraften können. Das gilt auch für die Angehörigen der Opfer aus Hanau und Halle. Alle, deren Menschen aus rassistischen Beweggründen ermordet werden. Wir müssen zusammenstehen, uns gegenseitig stützen und miteinander sprechen, um unsere Liebsten stets im Herzen zu bewahren. Danke.